Und damit ganz herzlich willkommen zurück hier bei Pokémon TCG Live. Wir gehen direkt ins nächste Spiel und haben genauso viel Glück wie beim letzten Mal. Da haben wir schon Gardevoir auf der Hand, aber das bringt uns leider überhaupt nichts, denn kein Basis-Pokémon da. So, wir haben einen Trassler, wir haben einen Cresselia und wir haben ein Klavion. Ich glaube, wir spielen erstmal das Klavion. Spielen die beiden Pokémon auf die Bank. Ein Boladin haben wir auch schon, das ist vielleicht auch nicht ganz schlecht, denn damit könnten wir uns ein strahlendes Quaijutsu holen. So, Gegner spielt dicke Freunde Knosp. Was ist denn das für ein Deck? Ist das das Brutalander Deck? Ich glaube ja, oder? Glücksmieze Katze ist auch wieder am Start hier. Ne, bring mir Glück. Das Problem ist, er kann halt auch Basis-Pokémon spielen. Das ist so ein zweischneidiges Schwert. Wir warten mal noch. So, was macht der Gegner, der spielt erstmal einen Sir Apfel. Oh, und die Entwicklung. Oha. Da kommt der nächste Sir Apfel. Was macht der eigentlich? Und da kommt dann auch schon Hydrapfel. Aha, an all deine. Okay. Auch interessantes Deck. An all deine Pokémon angelegte Energie. Plus 30. Okay. Ja. Ist jetzt nicht viel, was ich machen kann. Also beenden wir den Zug wieder. Ja, gut, das ist kein Basis-Pokémon, also darf es seinen Effekt nutzen. Und da ist Enigmara. Hat uns das jetzt geholfen? Gefühlt eher nicht. Und da war es das auch schon mit Klavion. Dann spielen wir erstmal Tresselia. Ah, schon 330 KP. Ich weiß jetzt schon nicht, wie ich dran vorbeikommen soll. So, wir haben eine Kilja. Nicht schlecht. Das könnten wir machen. Aber erstmal spielen wir Finesse von Kilja, packen die Dunkelenergie weg, haben jetzt ein Manaphy. Das ist es jetzt wieder. Ich weiß halt nicht, ob ich jetzt eine Karte habe, die mir wirklich hilft. Nestball. Hyperball, ja. Eigentlich der Hyperball, ne? Und ach, es ist echt in den. Ach nein. Das gibt's doch nicht. Ich bin ver. Ja. Ich habe ja keine Energie, deswegen bringt mir das gerade gar nichts. Wir schauen mal ganz kurz nach. Zwei Knosp. Ja, hier ist der Heldenumhang, den ich gebrauchen könnte. Ah, schade. Das nimmt mir jetzt natürlich viel, viel Kraft weg.
Ich habe doch die falsche Karte genommen. Hätte ich mir die andere genommen. So, Gegner kann jetzt schon angreifen mit 60? Ist das jetzt 60 oder 90? Das verstehe ich immer nie so ganz. Bei dem Plus. Wir werden es ja sehen. Jetzt kommt die nächste Karte. Jetzt sind es mindestens 90 sowieso. In jedem Fall. Und da ist das nächste. Das sind 120. Oder 150, wie gesagt. Ich weiß es nicht genau. Oh. Festplatz. Festplatz habe ich auch noch nie gesehen. Okay. Dann kommt die zweite Enigmara. Hilft uns jetzt nur so semi. Das ist vielleicht gar nicht schlecht. Jetzt bräuchten wir nur noch eine Energie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3 mal 6 sind 180, 210, das plus 30 zählt also dazu. Okay. Ja, wir spielen das Trassler. Uns bleibt ja nichts anderes übrig. Konterfänger, ja. Hat auch noch ein zweites Hydrapfel auf der Bank. Das ist doch der Wahnsinn. Wir holen uns einen Driftler und einen Trassler. Ein strahlendes Kaiju wäre auch nicht schlecht. Und jetzt spielen wir das auf das Trassler. Spielen nochmal eben Finesse. Nimm das Flatterhaar weg. Vielleicht haben wir jetzt noch Glück. Zwei, ja gut, nicht wirklich. Können jetzt allerdings nochmal verborgenen Karten spielen. Nehmen eine Basisenergie weg, ziehen nochmal zwei. Machen auf jeden Fall seinen Festplatz weg. Könnten wir uns holen einen Hyperball? Ach Gott. So, mit den Hyperballen nehmen wir die Energie und eine Enigmara weg. Holen uns jetzt ein Gardevoir. Geht nur sehr schleppend voran hier. Entwickeln das Killjahr. Ja. Und das war's dann auch schon, ne? Drei Energie haben wir schon auf der Ablage. Das sind aber dann auch nur 180 Schaden. Das reicht immer noch nicht. Eine mindestens bräuchte ich noch, um alleine die Ogapons wegzumachen. Ach so, das ist danach sowieso weg. Okay. Das habe ich vergessen. Ach ja. Das ist, was ich in der letzten Folge gemeint habe. Ich bin mit den Effekten halt noch nicht so vertraut, wie ich es gerne wäre. Da ist Sir Apfels Weiterentwicklung wieder auf dem Feld. Das ist jetzt extrem unschön. Das bringt mir alles überhaupt nichts. Wir spielen das strahlende Kaijutsu. Schmeißen die Energie weg.
Was war Nachfrage nochmal? Ein Basis-Pokémon oder eine. Ne, ein Pokémon oder Basis-Energie. Okay. Nö, das brauchen wir jetzt erstmal nicht. Ich glaube, das wäre ganz interessant. Spielen jetzt nochmal Kilian, nehmen eine Basisenergie weg. So, haben drei Karten. Das ist doch nicht genug gewesen. Was habe ich denn hier schon wieder gemacht? Das ist nicht genug. Haben jetzt wenigstens zweites Gardevoir, so konnte ich den Zug wenigstens halbwegs retten. Aber es läuft echt nicht gut. Ich könnte jetzt Befehl vom Boss spielen, aber auch das. Ja. Bringt uns jetzt nicht wirklich was. Ach ja, und noch mal zwei Energie zurück. Und noch mal zwei Energie zurück. Ah nein, ich kann auch andere Karten zurückholen. Okay. Wirklich interessantes Deck, das muss ich mir echt nochmal in Ruhe angucken. Das Hydraffe EX Deck, das habe ich auch noch nie gesehen tatsächlich. So, 4, 6, 7, 9, 10, 300, 330 Schaden, ist das korrekt? Okay. Dann kriegen wir die Rechnung immerhin jetzt hin. Wenigstens etwas. Eins, zwei, drei. Das sind, ich kann ja nur 100 Schaden, das sind dann 300. Das reicht nicht, das reicht nicht. Aber ich kann sowieso nichts anderes machen, also. Das wäre eine schöne. Das können wir machen. Ach nee, das ist nur für Spezialenergie, ne? Ja! Bringt mir die Karte jetzt wirklich was? Ich weiß es nicht.
Das sind 240, mehr geht nicht. Weil ich es falsch rum gemacht habe, natürlich. Oh, ich kann den Effekt nochmal nutzen, das ist schön. So, können wir noch irgendwas machen? Bringt mir jetzt nicht wirklich was. Die Superangel. Können wir hiermit noch irgendwas Interessantes holen? Nein, können wir nicht. Ja, schade. Hätte ich jetzt den Heldenumhang, hätte es gereicht. Ja, ich finde, das ist ein echt starkes Deck. Es gefällt mir, was der Gegner hier macht. Muss ich ganz ehrlich sagen. Klar, ich habe wieder mal nicht alles richtig gemacht, da bin ich mir sicher. Aber viel anders hätte ich jetzt auch nicht machen können. An 330 komme ich einfach nie ran. Ja. Das ist schwierig. Din, 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 din. Ja, gut, es hat jetzt keinen Sinn, hier noch weiter zu spielen. Wir geben auf. Der Gegner war einfach zu stark für uns. So, wie lange nehmen wir auf? 18 Minuten. Echt stark. Echt stark, echt stark. Hat mir gefallen, das Deck. So, wir machen hier einfach mal ein bisschen nebenbei. Wir haben unsere täglichen Aufgaben erfüllt und uns fehlen 15 Punkte ernsthaft. Na gut. Na gut. Dann machen wir noch eins. Dann machen wir einfach noch eins. Vielleicht wird das dann schon lang die Folge, mal gucken, aber egal. Ein Finsternis-Deck, so sah es jedenfalls vom Hintergrund aus. Mit einer Katapultra-Münze, ist das etwa ein Hinweis? So, mein Gegner ist als erstes dran. Ist, glaube ich, okay. Obwohl, eigentlich möchte ich, glaube ich, angreifen. Möchte ich, glaube ich, als erstes dran sein? Oder möchte ich als erstes dran sein? Ich weiß es nicht. Sagt ihr es mir. Möchte ich als erstes dran sein? Manaphy da vorne bringt uns erstmal nichts. Wir machen das so. Wir haben wieder ein Gardevoir auf der Hand. Drei Energien. Ich brauche irgendwie mehr Karten, womit ich die loswerde. Habe ich das Gefühl. Ein Driftlon. Das ist schon mal gar nicht schlecht. Möchte ich jetzt Enigmara spielen? Eigentlich nicht, nee. Ja, meine Vermutung hat sich, glaube ich, bestätigt. Und schon ist ein Phandra auf dem Platz. Jetzt kommt die gefreundete Knusp. Wahrscheinlich noch ein Goldra. Und ein Zwirlicht. Okay.
Jetzt kommt mit Pepper der Sonderbonbon? Fragezeichen. Ja, und das Trotzband. Ja, dann haben wir schon Tauboss auf der Hand. Also nicht wir, sondern der Gegner. Macht schnelle Suche. Was macht er? Holt sich jetzt wahrscheinlich Katapultra. Vermute ich, wenn das nicht schon auf der Hand hat. Ja, sonst bleibt jetzt gar nichts anderes zu spielen als Enigmara. Also, das ist, glaube ich, das, was die Glasperlenspielerin einmal zu mir meinte. Wenn du das zu früh machst, dann ist die Chance hoch, dass der Gegner Enigmara hat und dass das Pokémon, auf das du gerade hingearbeitet hast, einfach weg ist. Flatterhaar, ja gut, können wir erstmal machen. Den Rest brauchen wir nicht. Wir geben wieder ab? Fragezeichen? Ja, wir geben wieder ab. Der Gegner kann jetzt genau was machen? Ah, okay. Ja, jetzt kommt natürlich wieder die schnelle Suche und sollte das nicht gehabt haben, hat er jetzt auf jeden Fall wieder ein Katapult drauf auf der Hand. Und dagegen kann ich rein gar nichts machen. Ich glaube, dieses Match geht schneller vorbei, als ich gedacht habe. So, noch ein Pepper. Vielleicht noch ein Sonderbonbon für Zwirklob. Nein, Überball. Okay, auch okay. Jetzt vielleicht das Zwirfinst. Jetzt holt er das Katapultra, okay. Beatori EX. Auch verdammt stark. Ja. Das war's jetzt eigentlich schon, ne? Also ich wüsste nicht, wie ich da jetzt noch so viele Punkte wieder jedes Mal verteilt. Da kann ich überhaupt nichts machen. Obwohl, das ist nicht ganz richtig, ne? Ein bisschen ärgern können wir ihn doch. Ein bisschen ärgern. Natürlich hat das nächste Sonderbonbon. Jetzt kommt wieder Tauboss, genau. Für das Katapultra EX braucht er ja kein Sonderbonbon. Das hat jetzt wirklich nicht viel gebracht. Das habe ich mir irgendwie toller vorgestellt. Eieieiei. Also das Deck und ich, wir sind wirklich noch nicht warm. Da kommt Zwirklub. Jetzt darf er, was darf er? 50 Schaden? Ja. Dann ist mein Driftlon weg, das ist mein Hauptangreifer. Und eigentlich habe ich damit auch schon verloren. Und wieder zwei Preismarken. Und ich habe verloren, weil ich kein Pokémon mehr auf der Bank habe. Ja, so schnell kann es gehen. Auch das Deck gefällt mir echt gut. Muss ich ja mal sagen. Daran arbeite ich tatsächlich sogar schon. Aber so ganz, ja, ganz fertig ist es, glaube ich, noch nicht. Naja gut, das war's mit dem zweiten Kampf. Auch hier habe ich mich wirklich nicht mit Ruhm bekleckert. Aber manchmal kann man nichts machen. Machen wir wenigstens noch ein positives Erlebnis hier jetzt raus. Holen uns hier ein schönes Chanera. Und ein Hytera X. Und ein Stellarkrone Pack.
Lilip, Illithid, Reshiram, sehr schön. Tentagra in Reserve Photo. Sir Apfel, perfekt. Und Meditalis, EX. Ja, ich verabschiede mich. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, obwohl ich kein Match gewonnen habe und mich hier wirklich ja, sehr, sehr schwer tue. Gibt mir gerne irgendwelche Ratschläge, gibt mir Tipps. Und ansonsten, ja, gibt mir Like, wäre schön. Und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut, ciao.